Hallo zusammen. Noch ein Beispiel zum Thema Subtrahieren gemischter Zahlen mit Ausborgen von Ganzen von der vorderen Zahl, weil sie sich nicht ausgeht. Wir haben 6 ein Achtel minus 2 5 Sechzehntel minus 1 31 Zweiunddreißigstel. Wir suchen wieder den gemeinsamen Nenner, um subtrahieren zu können. Der größte Nenner ist 32. Wir haben Glück, 8 geht in 32 hinein und 16 geht in 32 hinein. Also ist unser gemeinsamer Nenner 32. 8 musst du mit welcher Zahl multiplizieren, um 32 zu erhalten? Mit 4. 8 mal 4 ist 32. 1 mal 4 ist 4. Minus 2, 32. Mit welcher Zahl musst du 16 multiplizieren, um 32 zu erhalten? Mit 2. 5 mal 2 ist 10. Minus 1, und das steht schon da, das kann ich nur abschreiben. Jetzt sehen wir schon, dass sich das in der Subtraktion nicht ausgehen kann. 4 minus 10 minus 31. Also müssen wir uns wieder ein Ganzes ausborgen und 5 hier schreiben statt 6. Wir haben ein Ganzes ausgeborgt. Ein Ganzes sind wie viel? 32. Na, 32. 32, die wir uns vom 6er ausgeborgt haben. Und somit hinten aber wieder dazu schreiben müssen, dass der Wert gleich bleibt. Also 36 Zweiunddreißigstel. Dem Sechser ein Ganzes weggenommen, dann ist ein Fünfer. Und das, was wir weggenommen haben, hinten wieder dazugegeben. Den Rest können wir aufschreiben. 2 10 Zweiunddreißigstel minus 1 31 Zweiunddreißigstel. Jetzt könnte man subtrahieren, das Problem aber, 36 weniger 10 geht, ist 26, aber weniger 31 geht schon wieder nicht. Ist kein Problem, habe ich einmal ausgeborgt, kann ich noch einmal ausborgen. Ich nehme jetzt den 5er 1 weg, dann wird es auf 4er. Ich habe ihm ein Ganzes weggenommen. Ich habe ihm 32 32. wieder weggenommen. Zuerst dem 6er ein Ganzes weggenommen, dann wurde es ein 5er. Jetzt dem 5er ein Ganzes weggenommen, wird es ein 4er. Und die 32 zu den 36 dazugerechnet. Also 68 32. Zweimal ausgeborgt von 6 auf 5 auf 4. Und jetzt hoffen wir halt, dass das sich dann ausgeht. Minus 2, 10, 32. Minus 1, 31, 32. Und jetzt sehen wir, dass es sich gut ausgehen kann. Machen wir zuerst wieder separat die Zahlen. 4 weniger 2 ist 2, weniger 1 ergibt 1. Und von 68 weniger 10 ist 58, weniger 31 ist 27, 32. Und fertig sind wir schon wieder. Wir haben uns zweimal ausborgen müssen. Von 6 auf 5, von 5 auf 4. Und immer ein Ganzes und das eine Ganze immer hinten dann dazu gegeben. Alles klar?